So, meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe vom FM218 mit unserem BVB. Ich denke mal, in dieser Folge wird es jetzt eher kein Spiel geben, sondern halt die Winterpause in Aktion geben, wo wir halt die neuen Spieler integrieren, gucken, wo die spielen werden oder vielleicht weiter verliehen werden. Und auch, wenn wir eventuell noch kaufen könnten, ebenso verkaufen könnten. Ja. So, gegen Hoffenheim haben wir in der letzten Folge gewonnen. Sind ins Viertelfinale eingezogen und spielen da zu Hause, was auch sehr schön ist, gegen den FC Ingolstadt 04. Zudem haben wir halt neue Ligen hinzugefügt, die ab der neuen Saison aktiv werden, weil dadurch kann man halt unter anderem auch neue, mehr Spieler scouten, was natürlich ein Vorteil ist, an den ich jetzt nie so gedacht habe, beziehungsweise ich dachte immer, es reicht, wenn man nur betrachtbar macht. Und ja, aber wenn man halt die Ligen auswählt, gibt es halt mehr. Genau. Moment. Da. Machen wir da gerade 5 Sterne. Komisch. Und wieder. Aber jetzt guckt man gerade, ob man vielleicht noch jemanden, noch ein Land oder so hinzufügen könnte. Haben wir Dänemark. Ich würde gerne so Skandinavien nehmen, aber nur Dänemark. Das weiß ich nicht. Griechenland könnte man noch nehmen. In Afrika, Südafrika, gerne. In Asien. Gibt es kein Japan. Dann nehme ich mal Südkorea, Nordamerika, USA und Mexiko. Wenn es zu langsam sein sollte, dann werde ich die Länder wieder entfernen. Südamerika kann erstmal so bleiben. So, damit hätten wir 4, 8, 12, 16, 22 Länder. Mal gucken, wie sich das auswirken wird. Aber ich habe halt eher stärkeren PC, Gaming-PC, deswegen hoffe ich mal, dass auch das jetzt kein allzu großes Problem sein sollte, ne? Und stimmt, genau, ich wollte dann noch Burnic verkaufen. Ich biete ihn mal für 15 Millionen an und gucke mal, ob es da Interessenten geben wird. 8,5, Ach, jetzt, ich muss hier den Transferstatus ändern. Ich werde es selbst beantworten. Wieder auf 15. Perfekt. Vasquez auf Länderspielreise. Also der ausgeliehen ist nach Ingolstadt. Angebote, gut. So, gucken wir uns mal an. Freiburg mit dem höchsten Angebot. Ausgerechnet Freiburg mit dem höchsten Angebot. Das ist interessant. Ich verhandle mal, mache 11,5. Nee, ich würde schon gerne mehr haben. Gut, 11,5 ist vielleicht zu viel. Dann mache ich mal bei der Hertha 11 Millionen. Gut, perfekt. Somit auch bei den anderen. 11 Millionen ist eine gute Summe. Nehmen die auch an. Und die Kölner. Nee, die wollen nichts. Gut, dann ablehnen. So. Und am 6.1. wird dann Alba 18 Jahre alt. Und da plane ich, ihn zu verleihen. Hoffentlich erfolgreich, ne? Weil was ich plane, ist halt meine Sache. Ob es dann passiert, ist die andere Sache. Burnisch vor Wechsel? Ja. Ganz genau. Nö. Ich lasse es so. Ja, komm, wegen 10 Minuten mehr. Nö, nö, nö. Ach, die sind alle schon da. Perfekt. Ach, komm. Wird eh nicht machen. Toll. So, wo sind die? Mats Bert bleibt hier, genau. Die anderen hat er bestimmt runtergetan.
Schalke am Ball geht in die U19. Und Pospisil kommt in die erste. Aber verfügbar für die U19. Ebenso Mats Berth. So, ich vergleiche mal kurz mit Danilo aus reinem Interesse. Und ich sehe, außer in Verteidigung und Übersicht ist der schon besser. Interessant. Ja, okay, hier Tackling-Technik und so. Nicht unbedingt. Aber 11 Jahre jünger und hat noch Zeit, sich zu entwickeln. So, Ivan Vasquez, wie sieht's bei ihm aus? Macht seine Spiele, das ist gut. Moise Kean, ebenso und wird auch besser. Und Jaden Sancho, ebenso. Gut, Bonic geht weg. Was mache ich mit den anderen? Ist hier so die Frage. Ich glaube, ich verkaufe jetzt wirklich Jarmolenko und rufe Kean zurück. Ja. Ja. Das kann ich ja, glaube ich, auch, soweit ich es weiß. Zurückrufen, genau. Aber erst einmal biete ich halt Jarmolenko an. Barca will ihn ja kaufen. Ich hoffe, die geben auch ein gutes Angebot ab. Fangen wir mal bei 30 Millionen an. Ich hoffe, hier so ein Mann. Hm. Deswegen erstmal auf ein Angebot warten für André und dann Kean erst zurückrufen. 17 Millionen. Ob die 25 annehmen? Ja, perfekt. Sehr schön, 25 Millionen für André. Das ist ein schönes Sümmchen. Damit kann Moise zurück. So, Leonardo Córdoba. Nee. Redmann, nee. Kodai Okamura. Nee. Claudio Borionuevo. Mhm. Otacildo Nascimento. Nein. Nein. Joao Felix. Nein. Gut, das waren alle. Ist natürlich ein bisschen riskant, was ich gerade mache, dass ich ihn verkaufe, obwohl Jarmolenko so gut spielt. Aber komm. Wir haben auch so noch gute Spieler. Die alle ihre gute Leistung bei uns verbringen. Danke für alles, André. Vor allem der Champions League, drei Tore von Vorlagen. Klar, einige werden sagen, oh, wie dumm bist du, dass du ihn verkaufst. Aber gut. Ich mag halt, diese Entscheidung zu treffen. Ich mag es. So. Und morgen ist er dann 18, unser Valentin Alba. Dankeschön für alles. Viel Glück beim FC Barcelona. Postspiel kann ich, glaube ich, auch noch verleihen. Weil viele Spiele wird er jetzt, glaube ich, eher nicht machen. Für uns. Nein, du sollst weg. Ist das dein Ernst? What the fuck? Der soll weg? Das ist dein Ernst? Ich hab nicht umsonst
ist angeboten. Das ist ehrenhaft und nett, aber nee. Kann man mit ihm sprechen? Schade. Ich dachte, ich könnte ihm irgendwie sagen, komm, geh einfach. Geh einfach. Vielleicht vergleiche ich mal Key mit Goebbels. Würde mich gerade interessieren. Willem Goebbels. Wo bist du denn, Goebbels? Ach, das ist ja schon Goebbels. Schlau. Okay. Ja, ausgeglichen. Die beiden nehmen sich nicht viel. Fragt sich nur, wo hat Leverkusen denn immer eingesetzt? Das würde mich immer wirklich interessieren. Ach genau, Alba ist... Alvard, genau. So, jetzt will ich ihn gerne mal verleihen. Als Stammspieler mindestens. Sehr schön. Direkt ein paar Angebote. Stammspieler. Nee, ich glaube nicht, dass er da Stammspieler sein wird. Tut mir leid. Die Bundesliga ist erstmal noch zu hoch, denke ich mal. Machen wir lieber mal die zweite Liga. Regensburg, Aue, Darmstadt und Unterhaching sowie Nürnberg. So, das geht schon her. Die anderen, 6., 8. Oh, auch einer von uns, schön. Däumeland, 15.3. Gut, wird noch nicht gehen. 7. 8.10. Oh, schön. Und Gatzhaus, 4.10. So, Jaroslav Pospisil. Leih ich, glaube ich, auch aus. Bis zum Saisonende. Hoffentlich gibt es auch für ihn Angebote. Und Goebbels wird nur eingewechselt, okay? Interessant. Ist halt so schlecht, ne? Gibt halt bessere. Moment, hat auch Serkan gespielt? Der war nicht mal auf der Bank? Was ist da denn los? Ja, hier soll er spielen, genau. Und bitte, Bonic, wechsel jetzt. Bitte. Du hast auch ein Angebot von Atletico Madrid. Komm. Das ist so ein großer Verein. Transferaktivitäten um Transferaktivitäten. Oh. Leihvertrag möglich. Ich will aber nicht verkaufen, ich will ihn ausleihen. Komm, nochmal. Schlüsselspieler. Bremen ist immer noch in der zweiten Liga. Gerne. Alwald ist ja auch nicht schlecht, ne? Nur braucht er auch mal ein bisschen mehr Profispieler, würde ich mal sagen. Und nicht nur in der Jugend. Barca will Danilo. Danilo ist aber schon wichtig für uns, ne? Wie man sieht, macht er ganz gute Spiele, vor allem in der Liga. Ja. Nee.
Wäre das dumm, ihn zu verkaufen? Natsbert kann aber auch rechts. Das habe ich mir dann versprochen. In höherer Liga, okay. Nö, ich verkaufe ihn. Ja. Gibt noch schönes Geld für ihn. Und ich will mal unsere Finanzen auf ein sehr hohes Level bringen, wie man sieht. So, 40 Millionen. Und da kann Mats Bert hier auf die Bank. Auf einmal nicht mehr, oder wie? Auf einmal kein Angebot mehr. Für Barca, oder wie? Hey. Dann machen wir mal 38 oder 37 Minuten. Komm, 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 Barca. Macht mir ein Angebot, bitte. Bitte. Na, geht doch. Und Bonic geht zu Atletico. Dankeschön. Und viel Glück. 30,5. Ja, okay. Für 2 Jahre. Für so eine Summe verkaufe ich ihn gerne. Ich meine, wir haben ihn ja nur für 13 gekauft. Ne? Aber da hat er wirklich schon alle Länder durch, praktisch. Und große Vereine. Porto, Real, Man City, der BVB und jetzt Barca. Paulinho auch unglaublich einfach nur. Finanzen sagen Glückwunsch. Genau das sagen sie. Ich hab's gehört. Wo ist Moiskin? Da, okay, da wurde hinzugefügt. Perfekt. So, Danilo wird noch gehen, Albert wird ausgeliehen und der Rest bleibt erstmal, weil für Postbusier leider noch niemand ein Angebot machen möchte. Wer ist er jetzt? Immer wieder versuchen, immer wieder versuchen. Albert Union Berlin, Schlüsselspieler, Ende nächster Saison. Ja doch, 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 doch. Gerne, geht auch. Und hatte 1,5 Jahre hoffentlich einen Stammplatz. Wäre Gold wert. Und danach, wenn er noch nicht weit genug ist, kann man ja eventuell in die erste Liga ausleihen. Danilo geht jetzt auch. Vielen Dank für alles. Du warst ein sehr wichtiger Spieler von uns. Ich werde auf keinen Fall zurückkehren. Danke. Danke, Danilo, für diese netten Worte am Ende noch. Danke einfach noch. Rotation? Nein. Wer ist denn Johannes? Achso, ich. Wer ist denn Johannes? Who the fuck is Johannes? Huch, das bin ja ich. 111 Millionen Transferbudget. Pau von Barca? Nein, keine Sorge, mache ich nicht. Obwohl. Obwohl. Nee. Nein. Nein. Oder? Nein. Keine Sorge, mache ich wirklich nicht. Erst einmal nicht, ja. So, jetzt gucke ich mal kurz die Transferchronik an. Transfergewinn von. Von 72 Millionen Euro. Sehr gut. Wir haben 3 Spieler an Barca verkauft. Wendell, Jamolenko und Danilo. Wendell dort hat, ja, auch so eine ähnliche Rolle wie bei uns. Wobei der schon eher Stammspieler ist. Keiner Stammspieler.
So, aber ich würde dann mal sagen, das war's dann auch schon von dieser Folge. Da hat sich, wie gesagt, nur um Transfers gedreht. Wobei, ich drücke noch auf Fortfahren. Bis zum Spiel vielleicht. Wird dann auch Alvarez Leihe, genau. Wichtig. Bis Ende nächster Saison. Perfekt. So. Akzeptieren. Damit sind, soweit ich das gesehen habe, alle Transfers erledigt. Ich hätte gerne noch Postbüsel ausgeliehen, aber gut, wenn es keine Angebote gibt. Und ich will halt auch nicht auf die Transferliste sitzen, weil ich ihn nur ausleihen will, nicht verkaufen. Genau. Dann gucken wir mal, wie wir in der Rückrunde so auftreten werden. Ist das alles? Ariola konnte ein bisschen Spielpraxis sammeln, ist auch schön. So. Ja. Ich gucke mir kurz noch alles an. Will einen guten Überblick haben, ob ich wirklich nichts vergessen habe. Gibt es in Offensive so einen kleinen Umbruch in Anführungsstrichen, wo Jarmolenko uns verlassen hat. Jetzt haben wir noch zwei Spieler über 30. Reus und Ober, die natürlich auch immer älter werden, wie alle anderen auch, klar, wie jeder Mensch in jeder Sekunde. Ich bin mir schon bewusst. 3 Tore, 7 Vorlagen. Wenn das kein guter offensiver Mittelfeldspieler ist, dann weiß ich es auch nicht. Schießt Tore, aber gibt auch sehr viele Vorlagen, sogar noch mehr als Tore. Okidoki. Und ich denke mal, jetzt wird Gerrits nicht mehr unzufrieden sein. Und dann, der wird auf jeden Fall mehr Chancen haben. In der Fürstmannschaft. Und bislang 7 Tore, 4 Vorlagen. Also, seid mal ehrlich. Der ist Weltklasse. Gut. Und nur er ist jetzt der einzige Linksfuß, der auf diesen Positionen spielen kann. Ja, Molenko war halt der andere. Und jetzt haben wir halt nur noch ihn. Nur. Also Postbüsel kann auch auf dem Flügel, ne? Und er ist Rechtsfuß, okay. Also wenn er dann auf dem Flügel spielt, dann soll er eher links eingesetzt werden. Gut. Ariola ist nicht verfügbar, okay. Dann kann Däumeland rein. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, wie gesagt, das war's dann. Und ab sofort geht es dann sofort los mit der Rückrunde. Gab ja nur eine Folge, praktisch der Übergang in der Winterpause. Also ratzfatz sozusagen. Dafür war die Folge auch ein bisschen länger als normalerweise, über 20 Minuten. So über ja, 23, 24 Minuten, genau. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen. Einige werden sagen, ja, die einige Transferentscheidungen waren dumm. Kann es absolut nachvollziehen, Jarmolenko zu verkaufen. Und Danilo, der sehr wichtig für uns, der Mannschaft war, ist und war. Absolut nachvollziehbar. Es ging ein kleines Risiko ein, aber ich dachte mir, komm, ich will halt lieber jüngeren Spielern die Chance geben und dafür halt noch viel Geld kassieren. Ich meine, wie viel haben wir jetzt kassiert? Wir haben 30,5 kassiert für Danilo, 25 für Jarmolenko, das sind 55,5 Millionen Euro. Und da können Bonic dann 66,5 Millionen. Das ist halt nicht wenig Geld. Kaviban ist nicht so darauf angewiesen, aber wie gesagt, mir macht das halt einfach mehr Spaß dann, so einen Rick Gerrits spielen zu lassen. Könnt ihr hoffentlich verstehen. Aber wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn ihr sagt, nee, das war scheiße, hätte es nicht so gemacht. Und lasst jetzt einen Daumen runter. Deswegen. Verstehe ich absolut. Verstehe ich. Trotzdem hattet ihr trotzdem hoffentlich Spaß. Fandet es interessant, wie ich jetzt meinen Kader so ein bisschen zusammengestellt habe noch für die Rückrunde. Und ja. Wenn sie euch gefallen hat, wie gesagt, könnt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter oder gerne auch einen Kommentar mit Vorschlägen oder eventuell auch mit Vorschlägen, welche Ligen es doch hinzufügen soll oder entfernen. Wie gesagt, das sind halt die, die zur neuen Saison dann kommen. Oder in Südkorea habt ihr gesehen erst oder in den USA erst im Dezember irgendwann. Da sind sie. Wenn ihr Tipps habt, was es entfernen kann oder vielleicht, dass es auch in der zweiten Liga von einem Land hinzufügen soll, dann gerne in die Kommentare. Und ja, morgen geht es dann weiter mit dem
Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Also, mach's gut. Ciao.